Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei Mauer der Toten nach allen Patches wieder unter die Map könnt. Und zwar braucht ihr hierfür erstmal das Dr. Rutscher Perk. Ich würde euch noch empfehlen, nimmt schneller Lauf mit. Ist zwar nicht nötig, aber ich mache das immer damit und das klappt eigentlich ganz gut. Wenn ihr dann alles habt, Leute, dann geht nach unten zum Kanalisationszugang. Und jetzt müsst ihr nämlich die neue Methode verwenden, um hinter Mauern zu kommen. So Leute, ihr müsst einfach hier gegen die Wand rutschen und nach dem Rutschen müsst ihr ganz schnell Pause drücken. So 2-3 Sekunden drinnen bleiben und loslassen, bis ihr dann dahinter diese Wand backt. Also Leute, Anlauf nehmen, rutschen und direkt danach Pause drücken, sodass ihr, wenn ihr Pause loslässt, hinter der Wand seid. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen schwer, Leute, aber vertraut mir, macht das ein paar Mal und ihr werdet das früher oder später hinbekommen. Wenn ihr das dann richtig macht, dann seid ihr hier hinter dieser Wand und jetzt müsst ihr einfach nur hier bis zum Ende laufen, hierhin. Dann könnt ihr entweder hier die Zombies töten, die sammeln sich dann über euch, oder ihr geht zum alten Spot. Dafür müsst ihr einfach hier wieder um die Ecke laufen, Leute. Hier bei diesen Holzdingern hochklettern, dann links hier drüber. Und wenn ihr dann hier hingeht, dann seid ihr wieder bei dem alten Spot, wo ihr vorher unter die Map konntet und alle Zombies trainen konntet. Wenn ihr dann euch hier hinstellt, dann kommen alle Zombies zu euch. Und wenn ihr hier unten seid, dann gehen sie wieder weg, Leute, und ihr kriegt Damage. Also bleibt hier oben am besten, stellt euch hier in die Ecke, bis sie sich einmal versammeln und dann werden sie auch die ganze Zeit hier hinkommen. Hier könnt ihr auch den C4-Glitch benutzen und einfach ganz easy auf Hyrons gehen, Leute. So, das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.